So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu ArcheAge. Ich hoffe, wir können den Chat noch ausstellen. Der nervt mich gerade total. Oder Leute, die hier rumspammen, aber. Hä? Ach, Charakter blocken. Geht doch. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Dieter geblockt. Egal. Doch war der Richtige, weil natürlich gibt es am Anfang jedes Spiels irgendwelche, die im Chat dann schon Geld anbieten und so weiter. Zur Fortbewegung mittels Anklicken des Bodens musst du die Einstellungen für Mausbewegung und den automatischen Skill-Fortbewegung im Bla. Optionsmenü anpassen. Bla. So, wir bewegen uns trotzdem mit der Maus vor, selbst wenn wir es noch nicht angepasst haben. Um Quests von NSCs Ich mit meine doch, diese Satzzeichen oder Folge werden wir Blumen über immer dem von Kopf dieser zu wunderschönen aktivieren, Frauenstimme drücke F unterbrochen. oder führe einen Rechtsklick aus. So, also, das sind natürlich auch noch. Rechtsklick. Ich würde gerne Auto laufen zu dem, wenn ich Rechtsklick drücke und noch nicht in seiner Range bin. So, wir haben jedes Mal so eine coole, fast schon Filmsequenz. Wenn wir eine Quest machen, ist noch im Lager weiter. Also hier können wir jetzt Ewigkeit mit dem reden und dann dadurch die Quest An annehmen oder wir können wird einfach so dieser auch annehmen gehen. automatisch dem Quest-Tracker auf der rechten Da Bildschirmseite vorne. hinzugefügt. Da unten. Folge dem Pfeil bei Da deinen unten. Füßen, Und davon um ist auch zum auf der Ort des Minimap. Ich kann Quest-Ziels meine zu Minimap gelangen. einloggen, ausloggen. Okay. Na, bla. Interaktive Objekte sind mit blauen Ausrufezeichen gekennzeichnet. Klicke einfach das Objekt an oder drücke F. Rechtsklick. Was war das? Ah, Buff, das ist ein Tempogebender. Bewege deinen Mauszeiger über ein Monster, ein NSC oder ein interaktives Objekt, um dir Name, Status und andere Bla, Details bla, anzeigen zu bla, lassen. bla, bla, bla. Belohnung. Annehmen. Quest wegblenden. Nimmst du eine Quest an, wird diese Das hatten wir schon. automatisch. Deine Position wird mit einem blauen. Das wissen wir. Um Quests von NS. Ja. So, also wenn man das nämlich nicht wegklickt und das irgendwann später neu kommt, dann kommt es auch immer wieder neu. Immer und immer wieder. Glitzernde Leichen können geplündert werden. Mit F sammelst du alle Gegenstände auf. Mit G kannst du selbst auswählen. Okay. Klicke auf das Beutelsymbol unten rechts oder drücke I, um deinen Beutel zu öffnen. Man kann auch Inventar dazu sagen und nicht nur Beutel. Davon ist unser I. Da ist irgend so ein komisches Buch drin. Buch der Teleportation. Zeichnet Orte automatisch auf, wenn du das erste Mal benutzt. Danach kannst du mit Hilfe des Jenseinsteins an jedem beliebigen Ort zurückdrücken. Zurückkehren. Hier vorne ist die Questabgabe. Ich bin gerade vorhin in die falsche Richtung gelaufen. Irgendwie konnte man auch rennen, aber wenn man rennt, verbraucht das Mana. Seht ihr? Da vorne ist mein Mana-Balken und der geht langsam weg. Aber ich kann halt rennen. Das ist ein definitiver Vorteil, weil ich habe keine Lust, Ewigkeiten hier. Du bist ein richtiger Spieler. Ewigkeiten hier zu laufen. Da ist noch ein Goldspammer. Charakter blockieren. Also ich werde langsam versuchen, alle Goldspammer wegzukriegen. Eine Frucht. Die viel größer ist als dein Kopf. Ein Hammer. Ah, jetzt ist sie offen. Jetzt guck da rein. Was ist drinne? Komm, Zugang für deinen Drachenfuch. Kannst deine Zukunft erfahren. Oh, du liebe Güte, ich sehe, dass du wach größer aufsteigen wirst. Doch diese Größe muss durch viele Herausforderungen erst gestellt werden. Das ist ein langer Text. Das Lager-Administrator Hassan übrigens. Ach, mach dir mal nicht so viele Gedanken. Wir Hanari können in schweren Zeiten umgehen. Vergiss nicht, wir haben den gemeinsamen Kontinent erobert, nachdem wir den, gesamten, den Krieg mit den Sichelmonton verloren haben. So, jetzt bring Obst an den Opfergaben des Lokas klar. So. Das war jetzt auch das letzte Mal, dass ich vorgelesen habe. Übrigens, ich meine, es gibt ein paar Quests, die sind noch auf. Wo kommt das Spiel nochmal her? Auf jeden Fall auf der Ursprache. Also, ja. Ich werde jetzt nichts Falsches sagen. Davon ist ein großes Ausrufezeichen und unsere 1. Oh, hier ist ein Axt-Symbol. Ein Wegweiser. Orangefarbenen oder roten Namen kannst du angreifen. Okay. Benutze einen verfügbaren. Das ist ein verfügbarer Skill, soweit ich das. Nee. Hä, ich muss doch hier vorne kämpfen können. Ach, ich muss erstmal was ins Zement. Warte.
Lucius soll mir wahrscheinlich nicht angreifen, weil der Stufe 50 ist, ne? Da vorne ist aber was. Versuche im Kampf verschiedene Skills einzusetzen, um ein Maximum an Effektivität zu erreichen. Ja. Deine Shortcut-Tasten erleichtern dir den Wechsel zwischen... Klicke auf automatischer Angriff im ersten... Ja, wir müssen aber erstmal was an... Upp, nicht Charakter stellen. Falsch. Tune. Shortcut, Shortcut. Ah, Shortcut. So, Nummernblock 1, Nummernblock 2, Block 3. Annehmen. Also ich bin wieder immer noch so ein kleiner Nummernblock-Junkie. Kann ich auch? Nein, ich kann... Doch, ich kann auch durch die Gegner tappen. Das ist Perfektometer. Wir werden einfach mal das hier jetzt angreifen. Total easy, ne? Ihr merkt es. Während Kampf. Ich bin zwar nicht ganz so schnell wie der, aber trotzdem kann ich vor dem ein bisschen weggehen. Kiten. Ich kann euch auch dranbleiben und einen Nahkampf einsetzen. Und ich kann ihn auch theoretisch zurückdrücken. Das ist mit Shift 2. Das ist C gewesen. Ach genau, man lootet ja gar nicht mehr so. Sondern, also C ist bei mir immer noch looten. Das ist anscheinend mein immer. Das habe ich noch nicht gesehen bisher. Warum bin ich noch nicht angezeigt? Gut, perfekt. Was müssen wir eigentlich killen? Irgendwas, wo die 1 ist. Unbekannter Adler. Egal, 2 müssen wir defekter Erzdinge als die Teile, die wir eben gerade schon angegriffen haben. Da. Dann machen wir es mal diesmal anders. Ziel liegt in die falsche Richtung. Schiff 2. Das liegt doch eigentlich falsch. Schiff 2 ist jetzt drehen, was ihr gerade gesehen habt. Wir haben Level 2 erreicht. Unbekannte Ader. Ich habe Adler gelesen. Ah, okay. Dann arbeiten wir das hier mal an. Ja, okay. Sprich mit Steinbruch sonst was. Aber erst müssen wir noch hier Dinge jetzt da töten. Ja, ja. Oh, ich bin die ganze Zeit mit C looten. Das wird noch nervig. Kann ich mir vielleicht ja umstellen. Also viele Sachen in der Einstellung gehen leider noch nicht, dass man sie umstellt. Was ein ganz kleines bisschen blöd ist. Aber damit werde ich natürlich auch noch zurechtkommen. Ja, ihr merkt, dieser Server ist noch international. Also klar, er ist für Europa. Aber, Quests sind mit grünen Markierungen sind ausschließlich für Franzosen den Volk jetzt hier auf diesem Server, Quests deutsche und gelben englisch Markierungen sind regionale Quests. Okay. Quests mit Blumenmarkierungen sind Handwerksquests. Okay. Blumen, Handwerk. Irgendwas stand doch hier. Irgendwas hat Lucius gesagt. Sag das nochmal. Mann, jetzt weiß ich erst nicht, was da stand. Okay. Guten Tag. Plan benötigt sie dringend. Okay, dann werde ich gleich die Vorschritt 0 von 100. Okay. Scheiße. Frag mich nicht, wofür man die Gittersteine braucht. Ich finde es toll, dass man mit dem Quest immer so weitergeleitet wird. Hier vorne ist wieder so ein Speed-Ding jetzt da. Übrigens, wenn wir diesen Speed-Buff nehmen, können wir nicht dieses Schnelllaufen machen von uns. Also das addiert sich nicht dazu. Das nimmt den Buff, meine ich, raus. Und die Loots von anderen Leuten können wir nicht aufheben. Also nicht, dass ihr denkt, ich laufe jetzt hier zu irgendwie nur klau mir deren Loots. Hier ist erst jemand, den ich ansprechen muss. So. Wuff! Wuff! Neuer Skills. Klicke auf das Skill-Symbol in der Menüleiste oder drücke K, um das Skill-Fenster zu öffnen. So, jetzt können wir hier entweder unsere Skills mal nicht aufbessern oder einen Skill dazu lernen. Setz dir im Kampf Skills mit dem vorgehobenen Rahmen ein. Kannst du einen zusätzlichen Combo-Effekt erhalten. Okay, ja, Combo, bla 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 bla, Shortcuts, bla. Optionen, Shortliste, nee, hier. Leistenliste. 4, 5, 6. So. Schon mal besser. Anwenden. Da ist wohl jemand erwerb gegangen. So. Belohnung annehmen.
spätestens, also zeitmäßig von der Aufnahme. Och, könnt ihr bitte aufhören, da überall rumzupingen? Das nervt ja richtig. Ich muss mit irgendwem sprechen, der ist da hinten. Aber erst müssen wir. Was müssen wir? Ach, da vorne sind sie. Ich hoffe, wir kommen dazu unseren neuen Angriff. Da. Auf zuspringen. Dabei stunnen und raufhauen. Also das Raufhauen habe ich jetzt extra gemacht. Fortschritt. Ach, wir müssen gar nicht so viele. Dieb ist gut, Dieb ist gut. Ah, F ist alles nehmen. Das war ein Eis drin. Geldbörse des Farmers. Dafür brauchen wir immer unsere Arbeit hier. Für Sammeln, Bergbau, Handwerk und andere berufliche Aktivitäten. Das habe ich. Sekunde. So, also, Telefon kommt mal häufiger vor. Wie gesagt, wir brauchen Arbeitspunkte hier vorne für, wenn wir irgendwas öffnen wollen oder wenn wir irgendwas arbeiten wollen. Oder wann auch immer. Das ist übrigens kein wildes Tastendrücken, wer mir das nicht glaubt. Ich kann, wenn ihr wollt, in die Aufnahme an eine beliebige Stelle. Was? Abwählen. Das hab ich gerade ein bisschen verwirrt, weil. Ach genau, ich, Also, das war diese Attacke. Richtig. Ich die ganze Zeit trete. Ich kann auch mal uns auf 3 einsetzen. Wir haben jetzt total viel Leben dadurch verloren, dass wir da blöd da rumgelaufen sind. So. Peter, die Geldbörse öffnen. Also, wir brauchen wirklich viel Geld später. Da vorne müssen wir mal dazwischen gehen. Ich meine, da liegt ein verwundeter Händler. Das ist einfach mal allen egal. Wir sind die Stimme der Gerechtigkeit. Stimmen! Oh Mann! Ich bin immer mit C-Looten immer wieder. Ist das? Dieb ist gut. Ich bin gar nicht da. Seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich immer noch nicht. So, abgeschlossen. Ja, wir können auch einfach nur Diebesloot sammeln. Ist nicht verkäuflich. Um das abzuschließen, deswegen geht's jetzt weiter. Komm schon. Tolle Laufgeräusche, ne? Übrigens, man kann in diesem Spiel auch ins Gefängnis kommen. Ja, und dann ist man halt im Gefängnis. Es gibt irgendwie so ein Gericht von Leuten, was dann dazu entscheidet, wenn du irgendwas gemacht hast. Du kannst auch gar nichts gemacht haben. Und dann wirst du einfach ins Gefängnis gesteckt. Das ist total scheiße. So. Hallo, Level 4. Ich weiß immer noch nicht, wofür die Gittersteine sind. Du kannst nicht sagen, warum. Aber die Tätowierung dieses Mannes kommt dir unglaublich bekannt vor. Entweder hast du sie schon einmal gesehen, oder es ist das stärkste Déjà-vu, das du je erlebt hast. Okay. Je mehr du darüber nachdenkst, desto mehr kreischt dein Verstand aus Protest. Ein Bild explodiert in deinem Verstand. Ein Mann mit Obsidianhaar gibt dir eine Uniform. Okay. Ein gesticktes Symbol auf der Schulter gibt das Design des Schwerts in seinem Gürtel wieder. Das Schwert und die Stickerei sind identisch mit der Tätowierung des toten Mannes. Du erinnerst dich, wie stolz du warst, die Uniform zu tragen und richtig dazu zu gehören. Wozu? Dein Kopf schmerzt, die Erinnerung verblasst und du merkst, dass du nie eine Uniform getragen hast. Wahrscheinlich war es aus einem früheren Leben. Was geht hier nur vor? Okay. Sehr verwirrend. Habe ich gerade auch nicht ganz verstanden. Also, auf der anderen Seite gab es so etwas nicht. Annehmen. Guck mal, daran sehen wir, dass wir gerade in einer Videosequenz hängen. Wieder, die beiden. Und der jetzt auch. Ist ja cool. Versiegelkiste am Amboss. Ich sehe diese Minimap, ne? Die sehe ich gar nicht. Die blende ich jedes Mal. Also, gedanklich blende ich die aus. Sägemühle. Alchemietisch. Wo ist denn der Scheiß? Ich vergesse immer, dass ich auch vorne schauen kann.
Drücke Numlock, um automatisches Laufen zu aktivieren und... Wir können selber laufen. Okay, wir tragen jetzt irgendeinen Scheiß. Läuft bei uns. Wo muss ich denn das hinbringen? Hilft das Haus zu Ende zu bauen? Dahin. Gut, dann laufen wir mal. Abbauen. So. Lauf. Nein, Schatz, das war's jetzt. Jo. Oh, hier ist der Boss. Ich bin ja doof. Hey, was ist das? Wo soll ich das wissen? Sie hat wie Artefakt aus. Ich muss mit Tumon sprechen. Okay, du sprichst also ohne, dass ich... Woher weißt du überhaupt, dass das wie ein Artefakt aussieht? Ich meine, ich weiß es nicht. Hier haben wir Waffen. Die können wir aufdecken. Natürlich wieder verarbeiten. Rechtsklicke und einen Gegenstand in deinem Beutel. Und das haben wir schon längst herausgefunden. Und dann können wir schauen, ob unsere momentane Waffe besser ist. Oder was für Waffen wir verwenden. Also wir können natürlich mit Stab kämpfen, wir können mit zwei Dolchen kämpfen, wir können mit einem Schwert, meine ich, zwei Waffen? Einhandwaffe. Ein Schwert kämpfen. Wir könnten auch mit einem Nodashi kämpfen. Frag mich nicht, was das ist. Das ist aber eine Zweihandwaffe. Dolch können wir auch noch dazu packen. Oder wir können mit einem Stab kämpfen. Auch Zweihandwaffe. Ist immer die Frage, was man möchte. Ich finde Schwert, Dolch eigentlich ganz toll. Einfach nur weil darum. Ich weiß noch nicht, wie gut es ist. Und ob es effektiv genug ist, was auch immer. Du erkennst den Namen Schattenfalken. Eine berüchtigte Gruppe Krimineller. Na, sie sind ja nicht wirklich Krimineller. Haben diese Organisation war so mächtig, dass viele Mitglieder gar nicht erst verdeckt arbeiteten. Sie trugen sogar Uniformen, die ihre Verbrechen zur Schau stellten. Aber du erkennst den Namen Schattenfalken auch aus einem anderen Grund. Dein Schädel pocht, als in deiner Vision mehr unbekannte Erinnerungen aufflackern. Sie drehen sich um die Tätowierung des Toten. Du hast sie auf einem Dolchgriff gesehen. Also, den das du selbst jemandem in die Rippen gestoßen hast. Okay, das heißt, wir waren einmal jemanden von dieser Gilde. Bist du dabei, verrückt zu werden? Nein, sind wir anscheinend nicht. Also denke ich jetzt einfach mal. Und mit dieser, ob wir verrückt werden oder nicht, Frage beenden wir diese Folge. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Die werde ich direkt jetzt im Anschluss aufnehmen. Und ja, tschüss!